und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, ja, Ghost Raccoon Wildlands. Wir haben eine neue Waffe bekommen und ich würde mal schätzen, dass es, weil wir, oder ich, Ghost Raccoon Breakpoint vorbestellt habe. Weil ich habe seitdem nicht mehr gespielt und jetzt plötzlich habe ich eine neue Waffe. Also schätze ich mal, dass es so ist. Gut, auf jeden Fall hat die, ja, einen Granatwerfer, was auch nicht schlecht ist. Wir haben ziemlich viele, nochmal zurück. Ich werde die aber trotzdem nicht nehmen. Weil die keinen Schalldämpfer hat. Und wir sind ja ein bisschen schalldämpfermäßig unterwegs. So, deswegen werde ich wieder die nehmen. Wir haben noch was Neues. Achso, Mitteilungen, oder? Community, Herausforderungen und... ja, bla bla. Immer noch was Neues? Erscheinung ändern. Achso, Körperdetails. Tattoos am rechten Arm. Okay, das ist leicht geil. Ja, dann machen wir einen Flügel. Gut. So, jetzt haben wir neue Fertigkeiten, 9 insgesamt. Stabiles Zielen haben wir voll verfügbar. Munitionskapazität, Zieldauer. Ist natürlich auch gut. Verbesserter Schalldämpfer. Mhm. Brauche ich aber mehr Essen. Das könnte ich jetzt machen. Munitionsaufbewahrung. Achso, ja, Fernschuss-Elite. Verbessert die Präzision. Den ersten Rang in allen Waffenfertigkeiten zum Freischalten. Wieso in allen und nicht in... und nicht in den tollen Scharfschützen-Dinger. Ich mach mal Zieldauer. Dann das nächste, da brauche ich wieder Essen. Panzerung, MP, Sprengladung, Zoom, Wärmebildkamera, Panzerung, Tarnung. Ja, mit Tarnung hatten wir eigentlich keine Probleme. Panzerung. Ja, das ist ja auch, brauchen wir auch nicht. Sprengladung. Ja, das ist schon auch geil. Aber ich bin ja eh so ein sneaky Typ. Autoschild brauchen wir nicht. Lautloser Lauf. Ah, das ist natürlich geil. Entdeckung. Ich werde den Gegner sie zu decken. Entdecken. Flugzeugschild. Dann Truppe, Truppenwiderstand, Belebungsdauer, ja, ist auch gut. Ich weiß es nicht. Blendgranate ist natürlich auch super. Blendgranate ist auch super. Okay, dann werde ich... Warte, ich werde lautloses Laufen machen. Und, genau, dann brauche ich noch Essen und die da. So, wir sind jetzt hier.
Zum Glück haben wir hier einen Hubschrauber. Hier das tolle Tattoo. Ich wollte noch sagen, ich habe sehr lange jetzt nicht mehr gespielt. Also ich habe, glaube ich, 2-3 Wochen nicht mehr gespielt. Ich habe so lange vorproduziert. Und deswegen muss ich jetzt wieder reinkommen. Das mit Breakpoint. Das mit Breakpoint werde ich danach machen. Also ich werde zuerst... Alter, was geht denn da ab? Ich werde zuerst Wildlands fertig spielen und dann Breakpoint spielen, weil ja, so macht es mehr Sinn. Und Breakpoint hat ziemlich negative... Reviews bekommen. Deswegen hoffe ich, dass die da ein bisschen was ändern, bis ich dann anfange zu spielen. Ja. Das passiert eigentlich immer, wenn ich irgendwas vorbestelle. Ich hoffe, bei Planet Zoo ist es jetzt nicht so. Also die Alpha, da ist ja soll anscheinend sehr gut sein. Und ich freue mich ends auf das Spiel. Und das habe ich jetzt auch vorbestellt. Ich hoffe, das ist jetzt kein schlechtes Omen, dass das fertige Spiel jetzt auch blöd wird. Aber ich glaube nicht. Gut. Wie gesagt, ich muss mich jetzt wieder reinfuchsen. Genau, das war die Drohne. Das ist Zoom. Nachtsicht auf ab. Genau. Genau. Ja, genau, das ist das. Y ist wieder weg. C ist hinlegen, passt. Gut. Das ist überqueren, dann haben wir alles. So. Was ist denn mit DJ Perico passiert? Que loco, diese Rede von Katari und so. Svenjo steht jetzt wie ein Volltrottel da. Ich wette, er fühlt sich auch so. Ja. Hubschrauber. Wie gesagt, ich hab's ewig nicht gespielt. Mal schauen, wie ich jetzt hubschraubiere. Ich mach das, ich fliege. Ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, du darfst auch. Ich bin bereit. Ne? Los. Boah, ich hatte beinahe, ja. Das ist jetzt, ihn nicht aufgehoben. So, warte, wo geht's denn hin? Hier gibt's Futter. Wieder ein Konvoi, das Konvoi mag ich nicht so. Hier gibt's eine Waffe, aber SMG 11, ne, ist jetzt auch nicht so wild. Warte mal, ich muss mal kurz meinen Timer stellen, damit ich nicht wieder zu lang aufnehme. Hier ist Handgriff. Hilft beim Bewegen der Waffe. Das ist natürlich gut. Und hier ist ein Fähigkeitspunkt. Dann. Ups. Dann mache ich die beiden. Super. So. Man hat mich auch gefragt, ob man hier mitspielen kann. Oh nee, da ist auch ein Hubschrauber. Die Kampagne jetzt nicht, aber bei Breakpoint, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auf jeden Fall mitspielen. Und oder ich spiele nochmal Wildlands. Also Wildlands werde ich wahrscheinlich jetzt mit der Sarah zusammen spielen und nicht Breakpoint, weil es sei denn, Breakpoint wird ein bisschen wird jetzt ein bisschen cooler. Aber das, was ich bei der, Beta von Breakpoint gesagt hatte, das haben auch sehr viele gesagt, dass, das, was mich so übelst gestört hat, stimmt, das ist so ein Sprengding, was mich übelst gestört hat, war, dass die Homebase von den Rebellen, Zurück mit dir! Nein, komm her! Die sind alle drin.
Das ist nur ein Lambo. Nur ein alter Sack. Nee, das in der Homebase kann man ja alle anderen Spieler sehen. Wie Warcraft oder so. Und ja, dadurch. Ich verzieh dich. Ja, komm her. Die sehen mich gleich eh. Und dadurch, dass man von der Geschichte her der letzte überlebende Ghost ist, oder einer der letzten überlebenden Ghosts ist, und dann kommt man in die Base und dann sind da 50, 60 Ghosts drin. Das ist halt einfach, ja, einfach lame. Das zieht einen total raus. Und noch viele andere Sachen. Und jetzt laber ich mal nicht. Wenn Sie bisher noch nicht wussten, was los ist, dann spätestens jetzt. Oh. Ja, ich muss wieder reinkommen, sorry. Stimmt, da stimmt man ja hier ziemlich schnell. Wollt ihr kommen? Irgendwie checken die nicht, wo ich bin, oder? Ja, irgendwie meine Typen sind nicht so clever. Da sind nur zwei Leute drin. Ah, jetzt hat er sich hergebeamt. Scheiße nochmal! Hier ist ein Kartellorden. Der Verlust wird einem armen Strolch das Herz brechen. Shit, Zeit ist um. Ja. Achso, sind die jetzt oben? Hä, wieso sind sie hochgegangen? Die haben quasi alle gekillt. Na super. Alter, ich muss wirklich wieder reinkommen, sorry. Noobs. 1, 2, 3, 4. Ja, hier unten waren 4. Ich habe 2 getötet, glaube ich. Und dann waren da noch 2. Und dann sind sie halt nach oben gegangen. Na, egal. Egal, dann. Hey, das sind Feinde. Ja, ist mir egal. Hey. Stimmt, die können mich ja einfach überfahren. Verdammt, das war knapp. Sauber, alle in Ordnung? Ja. Gut. Also, genau. Ja, deswegen bin ich ja eigentlich hergekommen. Gut. Dann sollen wir neu anfangen. So. Gut. So. Also. Was ist der Plan? Jetzt holen wir uns das Futter. Und die Waffe, beziehungsweise den Griff. Und dann schauen wir mal, wann wir das nächste Mal. Ah, da unten ist es. Wann wir das nächste Mal? Das war nicht da. Na, das sind ziemlich viele. Ich bin mal ganz unauffällig. Und. Lande da auf dem Felsen. Das werden die sicher nicht merken, weil wir. Also an sich dürften sie das wirklich nicht merken, weil das ihr eigener Helikopter ist. Aber. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Markiere einen Hauptmann. Das macht 5. Wie? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Markiere Feind. Hier ist auch noch einer. Scharfschütze im Turm. Da ist noch irgendwo einer da. Ich sehe 10. Huiuiui.
Wie machen wir das jetzt am gescheitesten? Also einer muss den da, einer muss den da, einer muss den da und ich mach den Sniper. Ziel markiert. Hab das Ziel. Bereit für den Angriff. Eröffne Feuer. Tango getroffen. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Das war scheiße knapp. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Die kommen jetzt hier hoch, ne? Ja, schau, greif mal an. Hä? Ist der runtergebackt? Ich glaub schon. Ah, hier. Kommt da einfach aus dem... Was ist das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Du bist ein Ghost, jetzt sei doch nicht so eine Pussy. Gut. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Jawohl. So, das war natürlich jetzt nicht so gut, aber mei. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr so aktuell hier drin. So. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo, danke. Nett. So. So, dann stehlen wir den mal. So. Und trinken. Was macht denn der rechts da? Oh, der fliegt. Süß. Gut, der kann sich ja ins Flugzeug, in den Helikopter da porten. So. Ah, ist ja gleich da. Ist ja schön. Und die haben da auch einen Helikopter. Das ist wunderbar. Das ist echt krass. Überall sind Helikopter hier. So, hier. Viel Spaß damit. Keine Ahnung warum. Ein Tag wird erst so richtig schön, wenn man einen Hubschrauber geklaut hat. So. Und jetzt... wo geht's jetzt hin? Hier hin. Also wieder zurück, weil da habe ich vergessen. Verdammt. Ja, die haben ja ein Auto. Und ja, jetzt ein neues. Entschuldigung. Ah, Tobi. E ist aussteigen und nicht abheben. So, Entschuldigung. So ist es hoch. Da nochmal zurück. So. Wir müssen ja langsam auch unseren DJ siegen. Den haben wir. Andere. Entschuldigung. Ich park mal auf der Straße. Bam. So. Ja. Kann ich da hoch? Ja, natürlich.
Entschuldigung, ich bin jetzt hier. So. Und Thema Bilokal-Nachrichten. Pinko-Kämpfer Raul Vargas geht in die USA, um eine Karriere als Mixed Martial Arts Kampfsportler in der Global Fighting League zu beginnen. Vargas, der ungeschlagene Pinko-Meister von Chalamoco, ist in Pulcara als El Jaguar del Rey bekannt. Er verdiente sich den Namen während seines ersten Tinko-Kampfes, als er seine Fäuste mit Glasscherben versah. Diese Jaguar-Klauen verschreckten so viele seiner Gegner, dass Vargas die meisten Kämpfe gewann, nachdem er nur ein oder zwei mächtige Schläge gelandet hatte. Jetzt will Vargas, der mehr als 200 Tinko-Kämpfe gewonnen hat, seine Stärke und sein Können mit den weltbesten Mixed Martial Arts Kämpfern messen. Bisher steht nicht fest, ob er sein Markenzeichen, die Klauen, in der Arena verwenden darf. Eigentlich nicht. Gut. Gut, gut, gut. Wir müssen hier gar nicht mehr. Wow. Den haben wir ja schon erledigt. Ich bin so doof. So, dann werden wir hier zum Kido gehen. Keine Ahnung, was sein Problem nochmal ist. Unbekannter Ort. Banado. Dann gehen wir hier hin. Ja. So. Weil sonst kommen wir hier ja nie wieder weg hier. Gut. Los geht's. Kido. Hoffentlich kommt da nochmal der Trailer. Bin drauf. Gar nicht wahr. Das Vorstellungsvideo. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wer das war. So. Im Einsatz. Machen wir nicht. Wir machen jetzt die Hauptquest weiter. Das ist, glaube ich, in der Schlucht drinnen, oder? Also, ich glaube nicht, dass es hier gleich vorne ist. Oder doch? Ja, doch ist es. So, da bin ich mal gespannt. Hui. Ja, da müssen wir wieder ein bisschen. wie das da drauf steht, auf dem Berg. Ist schon cool. So, dann werden wir mal hier landen. Da sind schon einige. Setze Drohne ein. Jawohl. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ich glaube, da ist auch einer drin. Genau. Noch ein dritter. Da muss noch einer sein. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Mit dem sind es fünf. Und da unten noch. Okay, gut. Aber hier muss doch irgendjemand sein. Ah, wahrscheinlich da. Okay. Ja, dann Schnauze. Gut, dann wieder Scharfschützen-Action. So.
So, 1, 2, 3, 4. Da kommen nochmal 2 dazu. Das ist nicht so praktisch. Das ist nicht sehr praktisch hier. Ich könnte auch den erschießen. Weil der. Ja, nee. Jetzt nicht mehr. Die beiden sehen sich gegenseitig. Geh in Position, eine bessere Position. Ich sehe das Ziel erfasst. Jetzt ist die... Ah, scheiße. Na gut, er schießt die. Ich lege an. Weniger. So, jetzt muss ich wieder... Okay, es ist alles gut. Okay, zum Glück fährt er nicht nach da. Der könnte den jetzt eigentlich... Eigentlich kann er den nicht mehr sehen. Okay, nichts passiert. Okay, bin unterwegs. Das ist eine gute Position. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Tango getroffen. Gut, passt. Suchen wir hier nach Informationen? Wenn du das sagst. Lalalala. So. Hier gibt's ja sowas Blödes wie Fallschaden. So. Hey, die Unidad nähert sich. Okay. Mal schauen, ob die Unidad meine Einheiten wiedersehen und die anfangen zu ballern. Ne, wir haben Verluste. Ja, so eine kleine Spritze hilft bei. Alles wird gut, hörst du? Ich bin unterwegs. Bei. Also, der hat jetzt keine Beine mehr, ne? Just saying. Vielen Dank. Oh. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da ist noch ein Tango. Position. Hab das Ziel. Feuer, Feuer, Feuer! Hab ihn. Gut, das war das. Sauber. Seid ihr okay? Und dieses Dorf werden wir, oder diese, keine Ahnung was das ist, werden wir dann in der nächsten Folge befreien. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und sorry, dass ich wieder reinkommen muss. Bis dann, bye bye.